Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Mass Effect. Und diesmal auch direkt ohne weitere Umschweife. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, wir machen jetzt weiter mit der Gefangenen oder die Gefangene. Und dafür müssen wir zur Purgatory fliegen, zu dem Gefängnisschiff. Und das wollen wir doch dann auch mal direkt so tun. Ja, okay. Hier haben wir erst 25%. Oder scannen wir hier erstmal, wenn wir schon mal hier sind. Unerforscht. Ich glaube, das kennen wir erstmal. Haben wir überhaupt genug Sonden? Oh, nee, wir haben nur noch 3 Sonden. Das geht gar nicht. Nein, verdammt. Wieder raus. Mist. Wieder rein in die Galaxiekarte. Zurück. So, dann wollen wir erstmal raus. MSV Rosalie. Nee, das ist, da. Aquila. Na, komm. Ma. Flieg raus. Wo ist denn jetzt das Problem? System anfliegen. Nochmal. Na, jetzt. Okay, komischerweise konnte ich gerade nicht fliegen. Weiß ich nicht warum. Na, egal. Jetzt klappt's ja. Und dann schauen wir doch mal, was denn so die Gefangene für Überraschungen für uns hat. Oh, Treibstoffbüro. Könnte man gleich mal einkaufen gehen, wenn wir schon mal hier sind. Ein paar Sonden. Danke. Einmal tanken, bitte. Bitte E10. Nicht, dass wir hier das All verunglimpfen. Und die Gefangene rekrutieren haben wir hier im Sanduhrnebel. Omega. Citadel. Da. Dann wollen wir mal. Wusch. Ach ja. Da ist das Gefängnis, das Schiff Purgatory, aber dann können wir erstmal die Zeit nutzen und hier die ganzen Sachen in Osan erforschen. Da können wir erstmal. Zack. Hier haben wir Sonde immerhin unterwegs. Mittel. Ach ja, ich muss wieder die Maussensitivität, Mausempfindlichkeit hochstellen. Damit ich hier schneller über den Karten, über den Planeten scrollen kann. Sonst dauert das mit normaler Maus-Sensitivität, da geht das nämlich. Mit hoch geht das schneller. Ja. Da hatten wir doch was. Hier! Sonde unterwegs. Also, wie wir sehen, uns fehlt es vor allem an Platin und an Element Zero. Da müssen wir mal gucken, ob wir da haben wir ein bisschen Platin. Wo war's? Da haben wir ein bisschen Platin. Sonde unterwegs. Gerade Element Zero, daran zu kommen, ist ziemlich schwierig. Ich weiß noch nicht genau, wofür wir es bräuchten. Vor allem in diesen größeren Mengen. Bisher haben wir es ja nicht gebraucht. Wir haben es einfach nur. Wir haben nur so wenig davon, weil wir so wenig davon erhalten haben. Das ist so die Sache. Jetzt. Da haben wir noch ein bisschen Palladium. Ein bisschen was von allem, bis auf Element Zero. Dann nochmal ein großer Ausschlag Platin. Ich bin auch noch nicht ganz. Also für die Upgrades brauchen, für die Technik-Upgrades brauchen wir das ganze Zeug. Sonde unterwegs. Ich weiß nicht genau, was sie bringen. Sicherheitshalber denke ich mir aber, haben ist besser als brauchen. Sonde gestartet. Das ist so generell so ein Grundsatz, den kann man sich mal gut merken. Haben ist besser als brauchen. Zumindest wenn das Haben nicht sonderlich viele mehr Aufwand bedeutet. So, genau. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Na komm, dann fliegen wir jetzt erstmal hier zum Gefängnisschiff. Fliegen wir mal die Umlaufbahn an und schauen uns mal. Die Purgatory, Eigentum der berüchtigten Söldnergruppierung Blue Suns, war früher ein Archenschiff, auf dem Nutztiere gehalten wurden. Heute ist es ein Gefängnis für alle, die im Kampf gefangen genommen oder von skrupellosen Politikern unter den Deckmänteln Subcontracting und Outsourcing verkauft wurden. Es gibt Gerüchte, die Blue Suns würden besonders befähigte und durchtrainierte Gefangene batarianische Sklavenhändlern übergeben. Aber kaum ein Zeuge derartiger Transaktionen hat lange genug überlebt, um davon zu berichten. Angeblich beträgt die Population an Bord 4350, aber unabhängige Journalisten gehen infolge bewusster Überlegungen von der dreifachen Überbelegung, Menge aus. Ja, dann docken wir doch mal an und schauen mal, was uns auf der Purgatory erwartet. Ach ja, mit Angriffskräften wie Werfern, Betäubungsschüssen und sogar einem gut koordinierten Nahkampfangriff lassen sich Feinde von Vorsprüngen oder Ähnlichem stürzen. Stimmt, Nahkampfangriff, da habe ich mich gar nicht mit beschäftigt. Das mache ich so gut wie nie. Weiß gar nicht mehr, wie mache ich denn überhaupt einen Nahkampfangriff? Ich glaube, das war die F-Taste, da bin ich mir gar nicht sicher. Oh, er ist loyal. Cool. Info? Steht das jetzt irgendwo? Da, Loyalität loyal. Ist sie auch loyal? Ja, sie ist auch loyal. Cool, kann ich denn da ein Outfit wechseln? Bei ihr auch. Ja, der sieht in Rot besser aus. Wie ist seine Loyalität normal? Also, wir nehmen auf jeden Fall mit Garrus. So, das ist keine Frage.
Ich glaube, ich nehme Grunt noch mit. Oder Mordin? Nee, ich nehme Mordin mal mit. Der sieht auch lustig aus. Ich nehme mal Garrus und Mordin mit. So, wir haben 3 Fähigkeitspunkte zur Verfügung. Das könnte ich für einen weiteren Adrenalinstoß nutzen. Ich könnte die Disruptor-Munition verbessern. Oder den Adrenalinschuss. Das würde natürlich die Zeitdehnung entsprechend erweitern. Also beziehungsweise die Aufladezeit verringern. Ich glaube, das mache ich. Dadurch kann man schneller mehr tun. So, hier haben wir 2 Punkte frei. Das kann ich für einen Skran Kryostrahl. Und bei Garrus haben wir 2 Punkte frei. Der kann dann einmal... Nee, das sparen wir lieber mal auf den Turianischen Rebell. Joa. Bewaffnung kann eigentlich immer noch gleich bleiben. Da hat sich ja nichts geändert. Garrus hat immer noch die gleiche Wahl. Mordin hat einmal die Autopistole Schuriken oder die Lukust. Ich weiß jetzt nicht, welche besser ist. Ich gebe ihm jetzt einfach mal die Lukust und eine Handkanone. Predator oder Carnifex? Da bleiben wir bei der Carnifex. Ja, dann können wir jetzt hier beenden und mal schauen, was uns auf der Purgatory erwartet. Die Blue Suns jetzt so glücklich sind, nachdem wir sie da... Weiß ich ja noch nicht, was ich davon halten soll. Na gut, dann reden wir doch erstmal mit dem Gefängniswärter. Haben wir hier sonst noch was? Nö. Nö, dann schauen wir doch mal. Willkommen auf der Purgatory, Shepard. Ihr Paket wird vorbereitet und Sie werden es in Kürze erhalten. Es handelt sich hier um ein Hochsicherheitsschiff. Daher müssen Sie Ihre Waffen abgeben, bevor wir weitermachen. Nein. Das will ich nicht tun. Alles weggetreten. Commander, ich bin Direktor Curran. Das ist mein Schiff. Sie erhalten die Waffen zurück, bevor Sie das Schiff verlassen. Bitte verstehen Sie, das ist unser Standardverfahren. Nein, ich behalte meine Waffen. Mein Standardverfahren ist, die Waffen niemals abzugeben. Lassen Sie sie durch. Unsere Einrichtung ist sicher genug, um mit 3 bewaffneten Gästen zurechtzukommen. Sobald die finanzielle Seite geklärt ist, können Sie aufbrechen. Folgen Sie mir bitte wegen der Übergabe zur Entlassungsstelle, Commander. Gehen wir. Tja, mal gucken. Wie Sie sehen, halten wir die Population unter strikter Kontrolle. Jede Zelle ist eine eigenständige modulare Einheit. Ich habe zum Beweis mal ein paar durch die Luftschleusen geblasen. Das Schiff besteht aus 30 Zellblöcken wie diesem hier. Bei uns leben Tausende von Verbrechern. Wir können in kürzester Zeit die gesamte Anlage abriegeln. Das hört sich ja vielversprechend an. Geht nie etwas schief. Oh, dann fragen wir doch mal, was es denn mit Jack auf sich hat. Etwas über Jack erzählen? Cerberus Ihnen nichts gesagt? Jack ist die übelste Mischung aus Gewalt und Hass, die mir je begegnet ist. Gefährlich, verrückt und sehr mächtig. Sie werden es noch früh genug selber sehen. Okay, und was können Sie... Was könnte der Direktor Curran mir denn über sich selber erzählen? Wie sind Sie zum Direktor dieses Schiffes geworden? Ich war Gesetzeshüter auf Palavan und hatte es satt, dass Verbrecher in die Galaxie geflohen sind, um dort weiter ihre Untaten zu verüben. Kopfgeldjäger sind einfach nicht verlässlich. Irgendwann kam mir dann die Idee, wenn die Verbrecher im Weltraum bleiben, wird die ganze Galaxie sicherer. Also geht's hier ums Prinzip, so wie es aussieht. Sie machen das also, weil Sie es für nötig halten? Jeden Tag sehe ich die schlimmsten Auswüchse von intelligentem Leben. Regierungen sind lasch und scheuen harte Entscheidungen. Jemand musste sich erheben und für die Sicherheit in der Galaxie sorgen. Ah ja, und was für Kosten... Na, welche Kosten übernehmen wir denn hier? Beziehungsweise von welchen Kosten reden wir hier? Eine so große Population im Weltraum zu versorgen, ist sicher nicht billig. Wir können an Ecken einsparen, die Regierung nicht mal kennt. Und jeder Gefangene bringt zudem eine Gebühr, die sein Heimatplanet bezahlt. Diese Leute sind gewalttätig. Und ihre Heimatplaneten lassen es sich etwas kosten, dass wir sie hier behalten. Ah ja, und wenn sie nicht zahlen, dann... Ich vermute mal, weil es ja hier ums Prinzip geht, wird er sie nicht wieder freilassen, sondern wahrscheinlich einfach durch die Luftschleuse, ja, entsorgen. Was geschieht, wenn der Heimatplanet die Zahlung verweigert? Wir erklären, dass wir den Gefangenen ohne diese Hilfe nicht länger verwahren können und dazu gezwungen sind, ihn auf seinem Heimatplanet
Genau Ort und Zeit können nicht genannt werden. Also eine Art Schutzgelderpressung. Sie müssen meinen Methoden nicht zustimmen, aber Sie sollten meine Beweggründe nicht in Zweifel ziehen. Das sind verabscheuungswürdige Leute. Und ich halte sie unter Verschluss. Okay, ja, dann wollen wir mal weiter. Ich nehme an, es gibt kaum Ausbruchsversuche. Wir sind im Weltraum. Sie können nirgends hin, das wissen Sie. Dennoch lassen wir höchste Vorsicht walten. Schließlich handelt es sich um gefährliche Individuen. Wir haben viele Möglichkeiten, cool, die Population zu kontrollieren. Ich lasse nur bestätigen, dass die Bezahlung durch Cerberus erfolgt ist. Die Entlassungsstelle ist einfach hier die Halle runter. Gehen Sie einfach an den Verhörzimmern und dem Supermax-Flügel vorbei. Ich stoße später zu Ihnen, Shepard. Heieiei. Na dann gucken wir uns doch hier mal ein bisschen um. Ah, ja, sind alle bewaffnet. Natürlich, selbstverständlich. Hallo, ja. Da muss ich ja schon sagen, das sieht ja schon cool aus. Oh. Was passiert denn hier gerade? Das ist ja krass. Was passiert hier? Ja, gute Frage. Muss das sein? Kann ich etwas für Sie tun? Es gibt keine Entschuldigung dafür, einen Gefangenen zu schlagen, der sich nicht wehren kann. Das ist eine sanfte Massage verglichen mit dem, was seine Opfer durchmachen mussten. Tja, das ist definitiv unter ihrer Würde. Das erniedrigt sie ebenso wie ihn. Wir haben Befehle. Sind sie nicht wichtig genug, um eigene Entscheidungen zu treffen? Ich gebe zu, manchmal habe ich das alles satt. Erfahren wir dadurch wirklich etwas Nützliches? Hören Sie damit auf, in Ihrem eigenen Interesse. Ja, Sie haben recht. Lassen Sie ihn. Zumindest für den Moment. Tja, also das muss wirklich nicht sein, dass Wehrlose hier verprügelt werden. Das muss wirklich nicht sein. Ja. Auch wenn wir wahrscheinlich dann, sobald wir weg sind, weitermachen werden und es am Ende nicht viel gebracht hat. Hey Leute hier drüben, darf ich eine Frage stellen? Oh klar, Gefangener 780. Wenn Sie Gefangene kaufen, wie wäre es dann mit mir? Mann, was? Mir ist egal, wo Sie mich hinbringen oder was Sie mit mir machen. Alles ist besser als das hier. Wir sind wegen Jack hier. Jack? Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mit Ihnen gehe ich nirgendwo hin. Was? Okay. Man kann hier Gefangene kaufen. Ist das so eine Art, weiß ich nicht, Sklavenhandel? Ich dachte, das hier wäre ein Gefängnis und kein Markt. Manche Leute kaufen Gefangene, weil sie selbst mal jemanden bestrafen wollen. Wenn Sie verstehen. Der Direktor verkauft uns an jeden, der genug bezahlt. Okay. Und was hat es mit Verhör auf sich? Gefangene verhört. Weiß er irgendwas? Nein, das ist Bimi. Der weiß überhaupt nichts. Gestern hat er in den Duschen einen umgelegt, glaube ich. Das Opfer war für den Direktor eine Menge Kohle wert. In Binis Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Aha. Sie nehmen ihn ziemlich hart ran. Wird da nicht auch mal ein Gefangener versehentlich umgebracht? Davon habe ich noch nie gehört. Wenn wir tot sind, kann der Direktor kein Geld mehr mit uns verdienen. Eins ist witzig. Je mehr ein Wachmann prügelt, desto bösartiger wird er. Deshalb gibt's ein Rotationsverfahren. Okay. Okay, und was hat der Gefangene 780, was hast du jetzt gemacht? Weshalb sind Sie hier? Ich habe ein paar Leute umgelegt, aber nur 20 oder so, und ich habe einen Standort in die Luft gejagt. Kleine, oh cool, Kleine, ja. Im Vergleich zu den meisten anderen hier. Ja, so ja dann. Und wie ist so das Leben hier an Bord? Ne? Schön, gibt jeden Tag so eine Dusche, ne? Vielleicht noch so ein spannendes Erholungsbad, Sauna. Wie ist das hier drin? Ziemlich übel. Und du musst höllisch aufpassen. Verdammt. Irgendeiner ist immer hinter deinen Sachen her. Deinen Zigaretten, deinen Klamotten, deinem Stolz. Ich habe seit drei Monaten nicht mehr geduscht. Oh, okay. Und was kannst du mir über Jack sagen? Erzählen Sie mir mehr über Jack. Der größte Ärger, den Sie je gesehen haben. Gemischt mit einer Portion Wahnsinn und viel zu viel biotischer Energie. Mehr sage ich dazu nicht. Ja dann, auf Wiedersehen. Ich wünschte, ich könnte gehen. Tja, guck mal, so macht man das. Oh, hallo, Gefangener 403. Gefangener 403? Ich schreie in meinem Kopf. Hübsch, wirklich. Was? Okay, dann gehen wir mal weiter.
Müssen wir jetzt hier rechts lang? Ich weiß das nicht. Oder geht da lang? Ich gehe jetzt erstmal geradeaus. Was haben wir hier?